Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Diese Drehungen, so anmutig und graziell. Du bist ja total aus dem Häuschen. Komm schon, nur ein Drink. Ich das bei der dann Show? Quatschen wir noch ein bisschen. War das improvisiert? Bestimmt. Der Junge schien extrem überrascht. Das war wirklich beeindruckend. Ja. Cloud? Du bist doch Cloud, oder? Hör bitte auf. Kein Wort. Nur eins. Nein. Aber so süß. Also, ich fand das mega und es ist klar, was Square Enix damit sagen wollte, weil allein der Satz, es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, die wollten damit natürlich was ausdrücken. Aber was viel wichtiger ist, Cloud sein Kleid entscheidet sich, meine ich, daran, ob man die Questen erfüllt, die wir gerade erfüllt haben. Die Kleine ist total mein Typ. Ob man die andere Questreihe erfüllt, wenn man diese hier nicht bekommt, oder ob man gar keine Quest erfüllt. Ich bin extra für deinen großen Auftritt vorbeigekommen und es hat sich mehr als gelohnt. Ja. Die Wolken schaffst du in dem Outfit nicht. Aber komm gern vorbei, wenn du dir was Gemütlicheres angezogen hast. Tanzen kann er, der Gute. Da läuft ja noch so ein hübsches Ding. Wow, was für eine hübsche Frau. Die Szene wird sehr kontrovers betrachtet. Unter eingefleischten Final Fantasy Fans sowie auch unter Neuankömmlingen, manche finden es geil, manche finden das in diesem doch eigentlich ernsten Spiel, weil Ausbeutung des Planeten und so fehl am Platz, aber ich denke, das ist, also ich finde das lustig, ich kann mir das gut angucken, ich finde das nicht schlimm, dass das hier drin ist. Ich gebe mir das gerne. Beim ersten Mal musste ich wirklich richtig ablachen dabei. Du bist doch... Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Thank you. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Na gut, wir besichtigen später. Von Madame M. Erste Sahne. Hier, der Bestienbändiger. Wir haben euch bereits erwartet. Ich verprügel dich gerne nochmal. Die Empfehlung von Anjan. Der hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Was ist das für ein seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von... Schlafgas! Ha? Ha? Schnell raus hier! Verdammt! Cloud! Mit euch hat er nicht gut. Ich bin untröstlich. Wir bringen euch jetzt mal zum Ruheraum. Da könnt ihr Hübschen euch etwas erholen. Ja, dann lasst uns mal losgehen. Wo bringt ihr uns hin? Vorsicht, passt auf, dass ihr nicht hinkommt. Etwas sagt er bitte. Hä? Bin ich doch mal. Wir zwei sind Cameos-Gäste. Wenn denen was zusteht, macht der Hackfleisch aus uns. Weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Hey, geht es dir gut? Ah! Tifa! Ja? Alles okay?
du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Hm. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Aha. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Was passiert jetzt? Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Oh, ey, immer der Fernseher. Ich stell das bald aus mit dem automatischen Ausgehen. Hier könnt ihr euch Dawn of the Slums kaufen, aber wahrscheinlich seht ihr das. Gibt's hier irgendwas richtig Tolles? Quasi irgendwas, was ich nicht habe. Das sind die mit 10% so wichtig. Ja, das ist nicht so toll. Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Okay, es geht los. Was ist denn in dich gefahren? So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Na, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich! Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo! Heißnecken! Sehr schön! Entzückend! Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hohi! Hohi! Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme!
deine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hä? Wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werd dir die Flügel schon stutzen. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja, die Widerspenstig mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Yeah! Diese Masche ist neu. Mehr davon. Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Ab schon. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, 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 hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Miststück! Warte! Hut ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen. Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank. Wir müssen schnell zu Cloud. Der müsste in Corneos Zimmer sein. Es muss doch nicht immer alles schnell sein. Wir wollen uns doch auch mal ein bisschen umschnuppern hier. So, 1, 2, 3. 3 Liebesecken. Na gut, okay. 4 Kerle, 3 Liebesecken. Strange. Beeilt euch. Beeilt euch. Beeilt euch, beeilt euch. Ach, schade. Ich hätte auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. Wir haben Tifa zwar nicht ausgerüstet, aber ich glaube, für die reicht's auch gerade so, wenn wir uns mal entfesseln. Die wehren sich ja nicht mal. Autschi. Ist vollbracht! Ja!
Upsi. Zornesring. Was war? Ach so, das war, glaube ich, versetzt automatisch im Kampf in Tobsucht. Also, dass man nur noch wie ein tobsüchtiger Hund halt angreift. Man hat den Charakter nicht mehr unter Kontrolle. Immer nur noch Angriff, Angriff, Angriff. So, okay. Einmal hier schnell reinschnuppern. Okay, hier ist tote Hose und hier kommen wir dann wieder nur... Hier kommen wir dann wieder nur in den Gang, ne? Oh, das ist aber... Oh, die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht eingesammelt. Wunder... Nee. Alter, geil. Den habe ich noch nicht, den habe ich beim ersten Mal gar nicht eingesammelt. Das ist ja ein Ding. Reduziert die Effektdauer von Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Naja, ist doch gar nicht das Schlechteste. Okay. Das freut mich aber. Habe ich tatsächlich noch was Neues bekommen? Lol, ich bin nicht die Treppe runtergegangen. Ich dachte mir, na, da unten ist ja nur der Raum, in dem wir tiefer wieder getroffen haben. Da ist jetzt ja nichts mehr. Aber dass natürlich in dem Treppengang noch was ist. Wer hätte das denn auch riechen sollen? Cool, ein Accessoire mehr in der Sammlung. Sauber, so soll es sein. So und nicht anders soll es sein. Oh. Hä? Ach, du hast gar kein Vita. Du hast gar kein Vita. Alter. Wiederholt dann meine Höhen, die Na, ist in Ordnung. Oh nein, zu kurz! Toll, der ist da nicht drin stehen geblieben, dieser Arsch! Guckt euch das an, die Kampfrausch-Sphäre, die ist so lustig. Die ist so lustig. Überlass das mir. Das war's dann wohl. Wir brauchen in dem Kapitel keine MP mehr, deswegen dachte ich mir, feuern wir mal schnell einen raus. So, also darunter kommen würden wir jetzt wieder. Zu dem Don Corneo Verkaufsautomaten, aber müssen wir ja nicht. Aha. Oho. Ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Oi? Du bist ja ein Mann!
Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht! Ich rede ja! Ich sag alles! Ich sollte einen Typen mit einem Knarrennamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Wenn ich das sage, bin ich tot! Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Es war Heidegger von Shinra, der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger! Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff. Die Platte macht hui! Papapapam! So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Wenn sie sich ihres Sieges sicher sind, nicht wahr? Oh, ganz genau! Und nun? Tschüsschen. Hohi! Reingefallen, reingefallen! Ladies und Gentlemen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst es mich wissen, ob euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.